Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Und jetzt höre ich mir ein bisschen Gequatsche an. Scouts report the Imperial Army is nearing the intercept location. We must strike a mighty blow, dull their momentum and buy enough time for the Kinani army to reach Athrebald. Einen gewaltigen Angriff. That is our only objective. What a glorious day this be, by chum. Now let's show some hustle! Until your war with the Empire is finished, I'm still on contract. The Guardians stand with you as well. Aldric is going to pay for running roughshod over the forest. Me and Sylv... I mean, me and the Rune Tank... will always have your back. I'm glad to be fighting side by side once more. Mich auch sehen. Go out there and turn that Duke's ugly smirk upside down. Mit dir müsste ich viel öfters kämpfen. We'll be marching alongside the Noristari army at your word, Commander. Alles klar, gehen wir. Rennende Schlacht. Yeah, I gotta repay those revenants for what they did to your Nan. We can't allow Duke's Aldric's crimes against Yelu's people to be repeated. Fight, fight, fight! Ja! Ist doch gut, per Blocker, Eupharius. Nicht zu übertreiben. Okay, da sehe ich halt alles, wer mit. Sehr schlagkräftig hier zu dritt. So, hier kann ich nochmal gucken. Teams bearbeiten. Eupharius. So, ihn kann ich. Aber ich könnte auch die beiden mit einstellen. Guck mal, hier hätte ich ja noch richtig was Schlagkräftiges. Hier habe ich noch richtig Bogenschützen. Also wenn ich jetzt... Sie steigert die Verteidigung, aber wenn ich den nehme, kann ich doch hier meine... Guck mal, die haben 100 Bogenangriff. Das ist doch krass. Oder habe ich die jetzt woanders rausgenommen? Wahrscheinlich, ne? Aber er gibt ja einen Bonus auf. Nee, habe ich die jetzt irgendwo rausgenommen? Die Bogenschützen? Nee, eigentlich nicht. Also jetzt habe ich... Ich habe noch Reiter vorne. Kann man die noch unterbringen? Hier vielleicht?
Aber da könnte ich ja... Die sind doch noch ganz stark hier. 190, 80? Oder 100, 170? Hm. Kann ich es auch so machen. Und hier können... Können die rein. Kann ich hier was ändern? Nee, das ist... Ich habe nur eine schöne Reiterarmee, aber... Könnte ich hier mit reinnehmen. Mach ich es mal so. Keine Ahnung, ob das was bringt. Mal ein bisschen tüfteln. Die sind random. Hier habe ich Magie hinten drin. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Gucken wir mal, wie der Krieg so läuft. Auf dem Schneefeld. Hear me, brave soldiers of Norrister. On this day, we stop the Imperial Army in its tracks. Jawohl. No nation need fear their cruelty again. With this battle, we tip the scales. And by my life, and honor, we shall win the day. Elektra ist wieder sehr elektrisierend. Well, now let's see if you can top her when it comes to rallying the troops, Noah. Right. Today, we stop the Empire. Today, we defend the people we love. Today! We win! Hmm, not bad. A little reductive, maybe. It will do. All that matters is how it resonated with the soldiers. Ah, da kommt... Ach du meine Fresse, der Feind. The fools who dare defy his grace now come to lay their heads on the chopping block. Der Heinrich wieder. Hear me, brave soldiers! Today... We take the next step down the Empire's shining path. Steel your hearts and fight with me. Fight for the glory of Galdir. Heinrich won't get the last word. Not today. The Dukes is watching closely, and I shall be the one to deliver victory. We must slow their advance. As discussed, we should focus on Heinrich and Chapel's units. If we can drive back either one, our goal will be achieved. Hm, okay. And once the Kinani army joins us in the field, we can put an end to this war once and for all. Now let us fight like lions, Commander! Like lions! Okay. Herr von Elektra Noah eliminiert. Okay. Zack. Kann man nicht alle mit einmal bewegen? Das ist ja echt... So, auf geht's. Kampf beginnen. Wir rücken vor. Und dann warten wir ab, bis die angreifen. Wir gehen in Verteidigung. Ach, das sind die Untoten. Was sind das, die Untoten? Oh nein. Das ist nicht so gut.
Das sind schlechte Neuigkeiten. Good. Now, don't stop until you've crushed those League vermin. Stand your ground. Push the Empire back. Those reinforcements are going to make life difficult. Still, their partnership might be more fragile than it looks. Maybe we can defeat the Revenant's leader and sow a little chaos in the ranks. A fine idea. Though it's best we focus our strength in any case. Das denke ich auch. Achtung. Gottes Willen. Wie machen wir denn das taktisch? Ich weiß nicht, ob die das hier schaffen. Mit zweit. Der geht rüber und... ihn ziehe ich mal hier. Keine Ahnung, ob es was bringt. With every ounce of my life, with every fiber of my being, I will stop you. His grace has bid me take this land. Your life means nothing in comparison. Wie sie sich einfach gegenüberstehen und sich Geschichten erzählen. Mitten auf dem Schlachtfeld. Ah, wie sieht's aus? Ganz gut, oder? Okay, die müssen sich zurückziehen. Retreat and regroup. Die gehen auch zurück. Aber er ist ja eigentlich der Anführer, ne? So, die kommen ja erst noch. Also, ich könnte eigentlich abwarten. Okay, die ziehen rüber. Gut zu wissen, dass sie rüberziehen. Ja, sieht doch gut aus. Nochmal Rückzug. Pull back from the front. So, jetzt steht er alleine drei gegenüber. Was ist jetzt, wenn ich hier rüberziehe? Macht es was? Ah, ich will die nicht bewegen. Magische Angriffe bringt nichts. Also wenn er hier drüben fällt, ist es erstmal egal. Weil wir haben hier gut Schlagkraft. Provozieren wollen wir nicht. Kavallerie hoch. Machen wir das mal. Das, ja, guck, zack.
Haben wir noch was? Eupharius. Angriff hoch. Was haben wir hier? Ach Quatsch. Ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Ja, Sail mit seiner... Die werden jetzt ordentlich auf den Sack kriegen. Was macht ihr? You were supposed to win me honor with his grace, not force me to look the fool. Zum dritten Mal verloren. And he calls himself an imperial general. That craven cur has sent our troops into disarray. We'll have to fall back and regroup. We should withdraw as well. Okay. Enough, my liches. Fall back. Alles klar. We won? Ah, würde ich nicht sagen. The Imperial forces are retreating. Well done. Phase 1 of Operation Duke's Tears is in the bag. We did it, Noah. We sure did. Still, that was only our first tilt at them. Best stay on guard. Tell all troops to make ready. They are to reform their lines and await Kinan's forces. Once they arrive, we wage our final battle on Jukes Aldrich and the Empire. Gut, Ziel verteidigt, wunderbar. Stabile. Is something wrong? Stabile Linie gezogen. No, it can't be. Was denn jetzt? Ist jetzt der Duke schon da? Was ist das denn? Was bringen die denn hier mit Schönes? You have herded sheep together and taught them the basics of combat. For that, I salute you. But what say you now, General Elektra of Nordstar? What say you, Commander Noah of the Alliance? Shall I give you a place in my army once I have finished subjugating the League of Nations? For war is unending, and we will always have need of fodder. So long as I breathe, Your Grace, there will be no more mistakes. Der hat keinen Bock. Duke Aldrich has already arrived. Das kann gar nicht sein. That's some quick military maneuvering. Guess the Supreme General thing is more than a fancy title. Confound him. Okay. Is no one going to mention the giant dragon? How the hell did he get that thing? Das weiß ich auch nicht. If I had to guess, the creature is likely a result of the research the Dukes has been conducting on the primal lens. When we infiltrated his laboratory, we saw such creatures held in thrall. So it's being controlled? General Elektra, we should retreat while... General Elektra, ma'am. A message from the Kinarni army. They're only a short distance away. Also müssen wir nur ein bisschen durchhalten. Excellent news. All units, tighten formation. We'll mount a counterattack as soon as they arrive. Dispatch a runner to Kinan. General. I think it wisest to call a temporary retreat to the safety of Arthrobalt. With the Duke's head right there for the taking? Is it your judgment that's lacking, or your esteem for my troops? Or perhaps it's merely arrogance? We may never get a better chance than right now. So we will join the Kinani army and strike with all our might. Elrich, what do you think? There is some logic to what General Elektra says,
No matter the size of the gamble, it truly might be our best chance. The worst thing we can do is argue over strategy and create division. Too many shepherds, remember? It's my job to prepare for any outcome, so that is what I shall do. The League never does learn. Zu Streitkräften der Kenani stoßen. Was machen wir denn? Vielleicht die mit rüber und die zu zweit. Ich hoffe, die schaffen das zu zweit. Machen wir das Abbrechen. Schicken wir ihn mal hier mit rüber. So, und die bewegen sich vor. Die bleiben stehen. Mal gucken. Mal gucken, ich habe keine Ahnung. Wie immer. So, die bewegen sich alle jetzt hoch. Dann haben wir 3 gegen den Duke. Schauen wir mal, was das wird. Ob das was bringt. Wir müssen ja nur ein bisschen durchhalten. Ja, ja, Rückzug. Oh, die haben ganz schön gelitten schon. Oh, die haben auch gelitten. Weiß ich auch nicht. Die sollen sich mal beeilen jetzt. Okay, da sind sie. King Balmors. You made it in time. They're here. The Kenani army is here. Yeah, baby. Ja, wir haben trotzdem ganz schön gelitten. Maybe now we can actually have a fair fight. Yeah. Let's turn the tides. All right. The first step is to merge our troops. Hätte ich auch einfach stehen bleiben können, wären die dann auch gekommen? Ach so. Oder hä? Was denn jetzt schon wieder? A message from General Electra, sire. She requests we unite our troops as quickly as possible and commence the counterattack on the Jukes' forces. Praise them for holding out. Had we come this far, only to find our allies defeated, our honor would have been in tatters. King Valmoris. It's remarkable they are still standing. Das sind meine 100 Krieger. Sire, the soldiers' efforts to reprovision day and night have been rewarded.
But how are they still standing? I'd have thought this matter settled by now. Alas, but we must play the cards we are dealt. Mm-hmm. I'm sorry, sire. Alert the wive captains of each squadron. Commence an immediate attack on the Noristeri army. Ich dachte, der will uns helfen. Warum greift er uns an? See that no mistakes are made. Was ist denn jetzt los? Attack the... Der hintergeht uns. What are you saying, King Balmors? Wipe that stupefied look off your face. We have crossed blades with the Noristeris before, have we not? Of course, sire. But surely this is the worst time and place to have a falling out with our current allies. It sounds as if you are questioning my orders. Are you Kingsworn or no? But sire, this is... Das ist dämlich. Das ist einfach nur dämlich. Don't tell me you've been communicating with Dukes Aldrich all along. Ach, scheinbar schon. Aldrich has a clear vision for the future, and his ambitions will not end with the annexation of the League of Nations. Better to join with him than that imbecile Salus Bailrant. Through our new union, the Dukes shall grant the Dragon Youths dominion over all the lands of the League. Now, do as I say, and give the order! General Vordis! Heed me, Kingsworn. A Dragonute breaks not the ironclad oath! Ich bin schockiert. Ich bin wahrlich schockiert. Gather the messengers! I have orders for the wife captains. General Vordis. Ah, Gott. Das ist traurig. So, all that's left is to defeat the Dukes? Yes, we're nearly there. Yet I am curious why the Kinani army is behaving so erratically in the final hour. Yeah, you're not gonna like the answer to that, mate. What are you talking about? I did a little recon, like the brains here asked me to. The Kanani King issued orders to his squads, all right? But he told them to attack Noristan. Zum Glück wissen die Bescheid. What? That's... No. He wouldn't dare. Commander Noah, every moment we spend wringing our hands. I know. Do what you have to. We ought to inform the Noristeri army, so they can pull their asses out of the fire before it eats them alive. Ja. Das müssen wir ganz dringend. General Electra, call an immediate retreat. Kenan has betrayed us. What? No. That's preposterous. You are certain of this, Master Melridge? Very certain, General. I thought it odd the Empire knew about our operation in White Crown Pass and suspected a mole might be to blame. Sadly, our scouts just confirmed it. Please act quickly before you are caught between them. All troops, fall back! Fall back now! Das sind ja Ereignisse hier. So, they've caught on and wasted no time in acting either. Such a clever man they have advising them. Shall we give chase, Your Grace? Melridge ist halt der Beste. No. Let the Kinani army handle that. We have exhausted our troops enough. Clever schickt er halt Kinan vor, um... Reform the lines, sollen die sich doch verheizen. Und er schont seine Truppen. Gar nicht dumm. Oh, I have already made arrangements for that. Our victory is guaranteed. Explain yourself, Elektra. Why have you fled home with your tail between your legs? Alter, mach mich doch jetzt hier nicht so dämlich an, Kollege. Apologies, Your Majesty. The Kinani army betrayed us, and I failed to see it coming.
Nicht nett. We were able to escape thanks to Master Melridge's swift counsel, but with no small number of casualties at the Dragon Newt's hands. I knew we couldn't trust that scoundrel Valmoris. Well, what do you advise? Meine Empfehlung ist, erstmal ein Stück Schokolade essen. Though we were able to shake free of the Kinanis, the Imperial and Revenant armies will soon be at our door. And if that happens, our best course is to flee and preserve as many troops as possible until we can seize another opportunity. Then do it. Give the order to flee and ready us for departure. But, King Solas, what about the people of Athrebald? You aren't going to abandon them, are you? If you're so concerned about the commoners, you stay and defend them. In fact, yes, I order you to stay here and defend the city. Das ist auch ein Spinner, der Typ, ey. What kind of stupid, selfish order is that? Den muss man eigentlich auch gleich entsorgen. What happened? They're here, ma'am. Wer? Wer ist da? Warum geht die scheiß Schokolade nicht auf? Run! Run for your lives! Ist das dramatisch alles? Was? Die Imperialen? Sind die schon da? Oh nein! Was ist das Ding? Es sind die Wiedergänger. Delight made manifest. I shall harvest their lives and grant them the pleasure of joining my beloved liches. There are monsters blocking the gates? They look to be some kind of revenant. Also, the living dead are appearing all around the city. And you're saying every gate is blocked? No, Your Majesty. There are monsters at the south, east, and west gates, but the gate to the castle remains unimpeded. Then that's our way out. But the citizens don't know what's going on, Your Majesty. They're panicking. If we don't intervene, they'll run right to those fiends at the gates. The slaughter will be enormous. And we're in no place to worry about it. Electra, Noah, do as you will. Well, Commander, das hier, ein sehr netter König, Herrscher. Just as King Salas said. No, we'll clear the gates first and give the people a chance to get away. As your tactician, I would be remiss if I didn't ask the leader of the Alliance to put his own safety first. We need you to live and fight another day. The answer is no. He's made his choice, Melridge. To the surprise of none. Well then, it will take too long to mobilize our entire force. Instead, we'll have to send small teams to defeat the monsters at each gate. Is this acceptable? Ja, weil die alle wieder so super ausgerüstet sind. I'll take the personal touch over large-scale warfare any day of the week. Such a Noah thing to say. Yep. Sounds like you could use another meddler. Count me in. I think he's rubbed off on the lieutenant too. Ja, und Marisa macht natürlich auch mit. We need to cover, right? Wave and I will take the last one. Richtig. Sure will. We owe the city for taking care of us. Still, it ain't gonna sit well with me if we just scatter to the winds once this is done. Once we clear the gates, we should reconvene here and help the other troops escape. Agreed. I'll work on gathering as many soldiers as I can and prepare to depart. Yes, I suppose it would be wrong not to wait for everyone to get back. Thank you all. I'll stay and defend the castle until we're ready to depart. Best of luck, Electra. Also Kacke ist ja mehr als am Dampfen hier. Die ist am Kochen. Bei dem, was hier abgeht. We'll take the west gate.
We should hurry, sir. The Revenants have already entered the city. I suppose it would be reckless to just run them all over with severe prejudice using the rune tank. Yeah, bad idea. The citizens are panicked enough already. Good luck, Sane. Leave it to us. Wir machen das, wir schaffen das. So, Hildi nach hinten. Ich glaube, Yelu kann eigentlich mit, oder? Wo sie, naja, 44. Milana habe ich noch. Und vorne kommt. Nehmt mal Eupharius mit. Ja, wird schon klappen. At once, Lieutenant. Always wanted to be an assistant meddler. I'm so glad he's taking after Noah. Wird schon werden, denke ich. Ja. Auf geht's in die Schlacht. Vielleicht sollte ich mich noch. Ausrüsten vorher, oder? Wäre, glaube ich, gar nicht so dumm. Not that way. Ach, ihr seid doch scheiße. Macht mich wieder so sauer. Weiß nicht, was das soll. Ach, hier sind auch schon Monster. We'll settle this quickly. Schöne Leichenhexe. Swords auf die falsche. Ja, das ist halt. Scheiße. Scheißendreck. Aber das könnte sie halt auch. Die, ich sag mal, Schwarzmagierin dahin. Gut. Kriegen aber auch alle nicht so die Erfahrungspunkte. Hm. So, Hallöchen. Ich soll hier das Tor verteidigen. It's no use. We can't get out. But we'll never make it to the other gates. Wir sind doch da, die Kavallerie. We'll take care of that creature. Kümmert sich drum. But you're an Imperial soldier. Ja und? I'm Sane. Sane Kessling. And I fight for the Alliance. Now leave this to us. Oh. Heiliger Bimba, was ist das denn? Eine Kreatur. Maiden Wiedergänger. Blitzsturm. Beschwört die Wiedergängerarmee, fügt Gegnern. Macht das mal. Sie heilt erstmal.
komm, hau mal. 130 Euro. Geiles Ding. Angriff. Schneller Schlitzer. Wem war das mal? Schöne 40 geheilt. Oha. Das hat auch ein bisschen gescheppert. Was laberst du? Warum sollten wir einen Rückzug machen? Wir sehen, das sieht doch gut aus. Quatsch, keine Grütze, Junge. HP-Raub. Ist nur auf einen Verbündeten. Hm. Schade. Schöne 107. Ah, sie heilt sich. Das ist ja gar nicht nervig. Komm, mach mal deinen Seitenhieb. Erwartet mich jetzt an jeder Tür ein Boss? Ich vermute schon, dass das so sein wird. Aber habe ich kein Problem mit. Warum immer in die Mitte? Das verstehe ich nicht. Seitenhieb. Machen wir es mal so. Bisher ist es nicht so. Nicht so viel Ärger. Jetzt mal wieder ein Flächenangriff, aber. Macht auch nicht so viel Schaden, aber ich mache auch nicht so viel Schaden. Aber immerhin ist im gelben Bereich. Es sollte eigentlich werden.
Aber wahrscheinlich ist er immun gegen das ganze dunkle Zeug. Das. Hau dir mal selber noch ein Heilkraut rein. Ach ja, ein bisschen mehr Schaden wäre schön. Aber ja. Geht ja trotzdem ganz gut. Hat auch so geklappt. Rune des Abgrunds. Das hier fällt mir. Klingt erstmal gut. You did it. Oh, thank you. Thank you. Gern geschehen. Thank me later. For now, run. Hurry! The Imperial Army could be here at any moment. If you see anyone dressed like us, turn around and hightail it in the other direction. Got it? We will. Thank you again. It feels strange warning people to stay away from our own countrymen. We should get going. Lead the way, kiddo. Where you meddle, we follow. Stay alert. There's no telling when the Duke's forces will reach the city. And if we want to keep civilian casualties to a minimum, we need to do this quick. Ja, na dann labert nicht so viel. Labert nicht so viel, wir müssen handeln. Sogar nach hinten. Mein Freund Iugo kommt mit. Ah, sie muss vorne stehen. Ah, sie hat nur ein Level 6 Schwert. Ist das traurig. Kann noch mehr mit. Ah, El Aliganto. Könnte ich auch noch mit nach vorne nehmen. You are in good hands with me. All right. Dann hat er 278, 277. Und Francesca natürlich. Francesca, wo bist du? Francesca? Bin ich jetzt vollkommen blöd? Wo ist denn Francesca? Da ist Francesca. You're safe in my hands. Du kommst natürlich mit. El Aliganto. Let's go. Which gate do we say again? The east. Okay. Dann auf nach Osten. Schauen, was uns da erwartet. Haltet durch, ich komme. Zeit, ein paar Untote zu vermöbeln. Hauen wir ihnen die Knochen weg. Ist das gescriptet? Ist das gescriptet, dass man hier angegriffen wird? Erstmal daneben schlagen, ist wunderbar. Bums, ruff auf das Schild. Wunderbar, da hat die Sequenz sich richtig gelohnt.
Nochmal, wunderbar, klar. Emma, gib mir. Emma, gib mir. Schöner Dropkick. Wunderbar. Wunderbar. Tansanitbrosche, Perlenbrosche. So. Wunderbar, und auf geht's. Jetzt aber zum Tor. Ich glaube, die sind gescriptet, diese Zwischenkämpfe. Weil das so genau auf der Hälfte wieder ein Kampf kommt. Should be getting close. There it is. Was haben wir da? Oh Gott, das sieht auch grauenhaft aus. That's our only way out. We'll clear a path. Just hold on. Alles klar. Geht los. Schokolade geht rein. I am gonna walk all over you. Ein Samurai-Wiedergänger. Der wird mich doch wegstützen. Machen wir auch gleich mal die Welle. 156. Geht gut los. Er macht einfach keinen Schaden vorne. Wunderbar. Ich glaube, das könnte was werden. Volldampf. Der kann auch schon sein Doppelschlitzer. Und sie kann... Ich greife jetzt einfach mal an mit dir. Sollte passen. 41? 44. So, Verteidigung ist geschwächt. Können wir mal den fliegenden Alicanto machen. Angriff. Wiederherstellungswelle. Oi. Hat er ja doch noch was ausgepackt. Dieser Move, ey. Dass er sich auch selber dabei wehtut. Einwandfrei. So, jetzt Schwungschlitzer. Schlitzer. Angriff. 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 Und sie macht stille Wut. Oh. Voll, Francesca, 226, der kann ja richtig was. Damage, Damage. Ach, der ist schon rot. Die sind echt schlagkräftig, die Jungs. Und Mädels, natürlich. Ach, war's schon. Na, guck mal. Rune der Rüstungsdurchbrechung. Francesca ist einfach Stufe 59. Noah ist 51. Was ist denn da los? Now's our chance. Go, go, go! Go, go, go. Thanks, Mister. Gern gemacht.
Ah, der bin ich. Have we met? No, but you're the talk of the city. And I look up to you so much. Good luck, sir. Well, looky there. My kiddo's getting looked up to by other kiddos. Cut it out, Leon. What? It's nothing to be ashamed of. Come on. Gates open now. We should head back. So, jetzt kommt der letzte. Das müsste eigentlich auch eine schlagkräftige Truppe sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. We've got the south gate. Let's hurry and get the citizens clear before the enemy arrives. Easy breezy. I'm not sure there's anything easy or breezy about this particular moment. Lilawyn, it is sometimes best to keep things lighthearted to avoid drops in performance. That's right. We'll be fine. So long as we handle this the way we always do. Like guardians. Who else will be going with you? Ja. Wen nehmen wir denn noch mit? Ich hätte sogar einkaufen können, sehe ich gerade, dass da mein Shopmensch rumsteht. So, die sind ja nur alle gut ausgerüstet. Wen nehme ich denn vorne zum Knüppeln noch mit? Sie ist noch nicht so. Momo wäre halt noch ganz interessant. Aber die ist ja auch was für hinten in der Reihe. Eigentlich müsste ich Garou mitnehmen. Der passt da gut rein. Auch weil er was wegtankt. Sie tankt eigentlich gar nichts. Aber ich habe keinen für vorne weiters. Ich habe keinen für die Vorderreihe, soweit ich weiß. Einfach Ressourcen. Kann ich hier nochmal... Kann mich sogar nochmal ausruhen. Das ist ja... Das ist ja ein Service. Hätte ich noch jemanden? CJ, aber die hat auch nicht so viel was... Entschuldigung. Er hat noch... 190. Den Rest habe ich nie trainiert. ...216 Verteidigung ist schon krass, aber sie macht halt nicht so viel Schaden. Naja, wir können es ja mal probieren. Ich hätte mal El Alicanto aufheben sollen. Naja, gut. Kann ich speichern? Ja, kann ich. Gut. To see you. 45 Stunden, Mensch. 90% wurde mir gesagt. Ich bin, hab das Gefühl, irgendwie da muss noch ein bisschen was kommen. So, Showkampf. Das ist doch wieder ein Showkampf. Ich hätte vielleicht Dingsbums hier, den Roboter austauschen können für Momo. Das wäre noch eine Option gewesen. Jawoll, Multischuss. What
Zack, zack. You asked for it. You got it. Arcana! Mann, der haut aber auch einen ganz schöne Attacken raus. Der Drain-Verschnitt. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. So. Nochmal heilen. Sie hätte ich dann vielleicht mal wirklich austauschen können, aber... egal. Vielleicht müssen die jetzt gegen die richtigen Bösewichte kämpfen. Hm. Dann wäre Momo natürlich noch eine gute Wahl gewesen. Weil die macht schon echt... die macht halt echt guten Schaden. Und hat ein hohes Level. Der haut aber einen rein. Ist nicht schlecht. Wunderbar. Wunderbar. Gefällt mir. Piu. Piu, 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 piu. Los, ab geht's. Check. Gefühlt ist der Weg auch ein bisschen länger. Vielleicht gibt es erst in Zweikämpfe. Oder die sind wirklich random. Und ich hatte Pech. Kann alles sein. So, jetzt nochmal heilen. Passt. Hoffen wir, dass was wird. Sie flüchten. Oh Gott, ey. I guess we drew the short straw. Ich glaube auch, Alter, ihr habt ja richtig die Arschkarte gezogen. Das ist ja richtig Arschkarte. Achso, es sind aber normale Gegner. Hm. Atem des Windgottes. Einfach mal normalen Angriff. Er macht seinen Pfeilregen. Ne, wir machen Purpurnova. Atem des Windgottes. Angriff. Geil. Hätte ich mir mehr erwartet. Einer hätte mal heilen sollen. Ach, das ist ein normaler Angriff bei ihm. Heiliger Bimbam. Das ist ja schon stark. Aber wir heilen ja jetzt dadurch. Ein bisschen. Ein bisschen. Aber es macht nicht viel Schaden. Aber es macht genug Schaden. Ah. Sie ist ja recht. Tränen des Wassergottes. Das den heiligen Regen. Das, zack, zack. Falls benötigt und Angriff. Aber so heilen wir uns wenigstens gleich. Zack. Final Target. Einmal frei, geht doch.
Einwandfrei. Kommt noch ein Fight, da war noch so ein Teddybär dahinter. Da ist er. And stay dead. Again. That leaves only the monster blocking the gate. Ugh, it's a big old sucker too. Ja, das sieht echt, echt widerlich aus. I think not. You've caused me enough trouble. Och nö. Warum habe ich jetzt Ressourcen verballert? Feuer. I am the Arch Revenant Darad. Erzwiedergänger. Auch ein schöner Titel. How dare you interrupt me, just as I was savoring this sumptuous blend of terrorized shrieks and moans. I should have known it was you. Well, this works out, because we have a bone to pick with. His bones. Oh no, my silly lad. I won't be staying to play with you. I'm afraid you've killed all my interest. No. You'll just have to entertain yourselves with my pretties instead. Mit deinem Kuschelbären, ja? Two bonus monsters. Yep. Short straw right here. Ja, Arschratte. Aber sowas von. Ready. Gruselbär. Ein Gruselbär. So, machen wir mal das. Okay, Pfeilregen wäre jetzt zu geil gewesen. Machen wir mal den so. Ah. Ich habe noch nichts getrunken hier, Mensch. Grauenhaft. Okay. Oder machen wir es mal so. Jetzt kann er seinen Pfeilregen machen. Wiederherstellungswelle, Angriff. Sollte hoffentlich reichen. Also mit so einem Teddybär möchte ich nicht kuscheln, der so gruseliges Zeug macht. Nee, nicht Auto. Das so. Magiesalve. Der kann darauf fahren. Arbeiten wir mal auf die Elfen-Kombo hin. Die will ich sehen. So. Attacke. Ich denke, das sollte auch passen und klappen hier. Ohne Probleme. Switching to burst mode. Hat sie hihi gesagt? Schon wieder daneben. Wunderbar. Dwayne ist ein richtiger Killer da vorne. Ja, der Gruselbär ist gleich weg, da sehe ich keine Heldenkombo mehr. Schade aber auch. Da war's mit ihm. Auf Wiedersehen. Geistmedizin zweimal, cool.
Your pretties were pretty underwhelming. Now it's your turn! Oh, I see. You think you have won. But the fun is only just beginning. Geht noch weiter? Oh, Teddybär dreht durch. Transform? Oh, that's real cute. Farewell, then. Oh, and do enjoy your final living moments. You're not getting away. Marissa, get ready. Runde 3, los. Natürlich Runde 3. So, jetzt ist der Gruselbär scheinbar ein Killerbär geworden. So sieht es für mich aus. Hinten nix. Abwarten. Erstmal ein paar Angriffe raushauen. Ja, kann man machen. Kann man mal machen. Angriff. Wiederherstellungswelle. Und sie greift auch nochmal an. Arbeiten wir mal auf die Elfenkombo hin. Aber die beiden vorne werden doch auch eine Heldenkombo abfeuern können. Oh, 124, das tut weh. Resuming action. Eine Hüter-Kombo. Komm, arbeiten wir mal drauf hin. Ne, sie kann eigentlich... Dann können die hinten angreifen. Elfen-Kombo. Aber erstmal wird schön geheilt. Das war underwhelming, tut mir leid. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Oha. Was denn mit dir los? Was denn mit ihm los? Das war ein heftiger Angriff, aber sie hat auch nicht die Verteidigung. Und dann heilt sie sich halt selber. Switching to burst mode. Peng, 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 peng. Salvo. Hihi. Take that. Er greift wieder sie an. I've got to stay strong. I'm ready. Das ist richtig Pisse. Aber jetzt Helden-Kombo. Schöne Hüter-Kombo. Und Angriff. Na, zeig mal. Das scheppert doch mal ordentlich rein. Geil. Sowas will ich sehen. Ja, Body Slam. Nee, doch. Body Slam. So, der ist gleich weg.
Weg ist er. Rune der Unfairness. Ja. Gucken, was die so macht. Werde ich mir wahrscheinlich nie angucken. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.